Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer. Markus Kapitel 6, Vers 45 bis 52. Und alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Geschafft! Das war eine Nacht. Davon werde ich noch meinen Ur-Ur-Urenkeln erzählen. Jetzt lass mal eine Runde schlafen. Ich bin so müde. Schlafen könnte ich jetzt nicht. Irgendwie bin ich aufgekratzt. Das macht die Ur-Aufregung. Sie wird Ur bei jedem anders. Dort am Ufer, schau mal, ja, ich sehe sie auch, schnell, beeilt euch. Nicht da. Das seid ihr ja, Gott sei Dank. Wir haben uns schon solche Sorgen gemacht. Seid ihr wirklich bei diesem Sturm über den See gefahren? Wo ist Jesus? Psst, leise! Jesus schläft dort hinten im Boot. Ah ja, und wo ist Petrus? Ach, der pennt hier. Der ist fertig wie Salz. Davon hat er auch einiges geschluckt. Macht es nicht so spannend. Was ist eigentlich geschehen? Gestern Abend wart ihr doch noch am Ufer gegenüber. Was war los in der Nacht? Es war los in der Nacht.
gerne dabei gewesen. Mist, ich habe was verpasst. Tu doch nicht so mutig, du hättest auch Angst gehabt. Also, bis Jesus kam und den Sturm bewirkte, da hätten wir uns alle fast vor Angst beinahe. Hey, du musst doch nicht alles erzählen. Und vergiss nicht, einer hatte doch keine Angst. Ja, einer war so mutig, der hat uns alle gezeigt. Wer denn? Na, was meinst du wohl? Wer plustert sich denn immer so auf? Wer reißt immer als erstes die Klappe auf? Ach ja, klar, der Petrus. Schläft er eigentlich immer noch? Nein, ich schlafe nicht mehr. Aber ich habe eigentlich schwer verdient. Schließlich war ich es, der am meisten gewagt hat. Petrus! Ich habe mich immerhin was getraut. Petrus! Das macht mir so schnell keiner nach. Petrus! Jetzt regt euch ab, war doch nur Quatsch. Ich weiß doch selbst, dass ich nicht so schnell wieder große Töne spucken sollte. Langsam verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was ist denn noch auf dem See passiert? Mitten im Sturm haben wir ja Jesus gesehen. Und Jesus hat gerufen. Und dann bin ich aus dem Boot gestiegen und wollte so wie Jesus einfach über das Wasser laufen. Aber dann... Wir haben alle gehört, was Petrus gerufen hat. Na klar, aber richtig. Verstehen kann ich es immer noch nicht. Wer ist dieser Jesus? Jesus spricht nur ein Wort, die Ruhe kehrt ein, der Sturm scheucht davon.
habe auch noch etwas Brot und etwas zu essen, wird euch gut tun. Ihr könnt ruhig eine Weile bei uns bleiben. Nach dieser Aufregung braucht ihr doch Ruhe. So schnell wird ihr mir nicht in das Boot steigen, nehme ich an. Wieso nicht? Natürlich steigen wir wieder in das Boot. Aber sicher werden wir weiterfahren. Wir lassen ihn nicht allein. Nein, wir gehen zu ihm, leise. Und passen auf ihn auf. Ich hole das Brot und etwas zum Trinken. Dann können wir später gemeinsam essen. Und gemeinsam erzählen. Und uns erinnern. Und dann wird es weitergehen.